Im vorherigen Modul wurde erklärt, wie wichtig es ist, die Geometrie der Hornhaut zu verstehen, bevor man mit der Anpassung der Kerasoft EC-Kontaktlinse beginnt. Dieses Modul erklärt Ihnen, wie Sie basierend auf der Hornhautgeometrie erste Messlinsen auswählen. Das Anpassset enthält 8 Kontaktlinsen, 6 mit der Standardperipherie und 2 mit abweichender Peripherie. Mit der Standardperipherie werden Sie die meisten Hornhäute versorgen können. Die 2 Kontaktlinsen mit abweichender Peripherie kommen im Sonderfall zur Anwendung. Die Übersichtstabelle zur Kontaktlinsenauswahl bietet dem Kontaktlinsenanpasser eine Auswahlhilfe der ersten Messlinse, um effizient jede Hornhautform zu versorgen. Lynn White stellt uns nun die Kontaktlinsen vor, die für die meisten Hornhäute geeignet sind. Lassen Sie uns mit den zentralen Ektasien beginnen. Ektasien im beginnenden und leicht fortgeschrittenen Stadium können mit Basiskurven 8,4 oder 8,6 und der Standardperipherie versorgt werden. Bei Ektasien im fortgeschrittenen Stadium mit steiler Peripherie wählen Sie Kontaktlinsen aus dem Anpassesatz mit steileren Basiskurven, zum Beispiel 8,0 oder 7,8 mm mit Standardperipherie. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht nur die Ektasie versorgen, sondern eine Kontaktlinse anpassen müssen, die eine gleichmäßige Auflage über die gesamte Hornhaut aufweist. Vermeiden Sie daher automatisch zur steilen Basiskurve zu greifen. Bei tiefliegenden, dezentrierten Ektasien ist die Kontaktlinse mit der Basiskurve 8,4 und 8,6 mit der Standardperipherie eine ideale erste Messlinse. Lassen Sie uns nun die Kontaktlinse ansehen, die am besten für tiefliegende Ektasien und PMD geeignet ist. Die zentralen Bereiche der Hornhaut sind hier meist sehr flach, während die übrigen Bereiche stark gekrümmt sind. Aufgrund der signifikanten Krümmungsunterschiede starten Sie am besten mit der 8,2 Standardperipherie-Kontaktlinse. Beurteilen Sie den Sitz und entscheiden Sie, ob die Basiskurve der Linse flacher oder steiler gewählt werden muss. Postoperative Hornhäute weisen meist einen reversen peripheren Verlauf mit zentral flacher Geometrie auf. Trotzdem muss nicht automatisch eine reverse Geometrie angepasst werden. Wir raten Ihnen, mit Standardkontaktlinsen aus dem Anpassset zu beginnen. Diese bieten oft auch bei postoperativen Hornhäuten eine gute Auflagefläche. Grundsätzlich gilt, wenn Sie keine ausreichende Information über die Form der Hornhaut haben, so beginnen Sie mit der Kontaktlinse aus dem Standardanpassset mit der Basiskurve 8,2. Bei der Sitzbeurteilung können Sie dann entscheiden, ob Modifikationen notwendig sind. Im nächsten Modul erklären wir Ihnen, wie Sie mithilfe des Kerasoft Guides den Sitz der Kontaktlinse beurteilen.